In Mecklenburg-Vorpommern sind die Hoteliers und Pensionswirte mit dem Verlauf des bisherigen Tourismusjahres unzufrieden. Das hat eine Umfrage des Tourismusverbandes ergeben. Der Minister kündigte an, mit einem Tourismusgesetz und der Weiterentwicklung der Tourismuskonzeption das Land zu stärken. Wir müssen mit einer positiven Grundstimmung im Tourismus unterwegs sein. Wir wollen diese Gäste haben. Wir haben viel zu bieten. Wir haben jetzt neue Weltkulturerbe in Schwerin. Wir haben viele andere Attraktionen. Klare Investitionen in die Infrastruktur haben wir auch nach wie vor angekündigt. Und wir brauchen auch eine bestimmte Modernisierung in der gewerblichen Wirtschaft, die wir unterstützen. Zum Teil gibt es den Charme der 90er Jahre. Der muss weg. Wir brauchen mehr und neue Angebote. Die Anbieter begründen ihre Unzufriedenheit demnach vor allem mit gesunkenen Erträgen. Fast alle registrierten zudem eine gestiegene Preissensibilität der Urlaubsgäste. In der aktuellen Saison schätzen jedoch 72% der Betriebe die Gästezufriedenheit als hoch oder sehr hoch ein. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozentpunkte gestiegen. Ein ausführlicher Beitrag dazu läuft nächste Woche im Programm.